Guten Tag, meine Leute, willkommen zurück zu Mega Man World 2. Machen wir uns an den nächsten Heini ran. Es ist... Wer ist es? Es ist Hartman natürlich, der größte Witz aller Zeiten. Und ein E-Tank dazu noch. Ah, ja. Aua. Ah, Bienen! Ah! Oh! Fucking Bienen! Puh. Dum, dum, da, 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 da. Gut. Dann machen wir uns mal an Hartman ran. Den fisten wir jetzt zu Tode, Alter. Ich muss aufhören mit diesen Hartman-Witzen. Bitte, wie ich schon damals gesagt habe, Leben, hört auf, Hartman-Witz. Bitte schreibt mir keine Hartman-Wow-Wow-Wow-Witze in the Comments. Danke. Ich danke euch ganz herzlich dafür. Au. Fick dich ins Knie, Hammer, ciao. Ich hab keinen Bock auf dich, wow. Also, das war knapp. Ne. Gut. Den einen Affen werden wir los und dann kommt da noch ein zweiter Affe. Yep, da kommt natürlich noch ein zweiter Affe und den kann ich nicht dodgen. Ah. Haha. Noch einer. Au. Hopp. Wup, wup, tubstep, wup, wup. Okay, hallo. Na, wie geht's dir? Na, schlecht, weil du tot bist. Ich glaube, das Level ist gleich vor... Ja, es ist vorbei. Mal schauen. Mück. Richtig schwer da. Oh, da ist er. Hartman. Aua. Puh. Ins Knie. Und tot ist er. Gut. Und wir kriegen natürlich Hard Knuckle. Wer hätte gedacht. Gut, und jetzt ist der letzte Robot Master dran. Es ist Topman. Wow. Wirklich Topman. Also Topman, ich... Topman, ey. Ich dachte, ich hätte Topman schon erledigt. Ah, oh, fuck. Wash my win. Wash my win. Okay, dann nennt man diese Viecher, dessen Name wie entfallen ist. Und das ist bei den meisten Mega Man Gegner Namen so. Die Namen fallen mir einfach nicht ein. Wash Chat wieder aufgefüllt. Die sind manchmal irgendwie komisch, aber naja. Ich muss ja nicht wissen. Es ist ja kein fucking Mario-Spiel, wo man jeden Gegner bei Namen kennt und wow, wow, mein Gott. Ich meine, das ist ja auch bei Sonic so. Niemand kann sich alle Sonic-Namen, Sonic-Gegner-Namen merken. Ich meine, es geht einfach nicht, Leute. Und wer sagt, dass er das kann, lügt. Der lügt einfach. Jupp. Was ist denn da? Ah, nix. Nur ein Abkürzung. Haha, das Leben brauche ich nicht. Weil ich hier Eda Pro bin. Nee, Scherz, ich meine, ich habe genug Leben. Ich meine, damit komme ich locker aus. Die Katze ignoriere ich mal. Ich meine, warum auch nicht? Bam, 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 bam. E-Tank. Gut. Gut. Das ist gut. Oh yeah. Nee. Au, 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 au. Verreck. Du Drecksau. Au, au. Bam. Und Leute, wisst ihr, wie schwer es war, dieses Tamagotchi-Düdel richtig hinzubekommen? Ich weiß, es ist off-topic, aber... Wisst ihr, wie schwer das war? Die ganzen hohen Töne, das war richtig schwer, Leute, also. Das müsst ihr mir glauben. Versucht sie mal so hohen Töne zu treffen und dann kriegt sie ja immer genialen Kicks. Nee, Scherz, also. Hard Knuckle und Topman wird zu Tode gefistet. Schon fucking wieder. Bam. Ende. Und wir kriegen Topspin, okay. Oh mein Gott, ein Loch. Wo führt das wohl hin? Zu einem weiteren Boss, oh mein Gott. Leute, das ist Quint. Mega Man aus der Zukunft. Ja, die Geschichte dieses Spiels ist, weil er hat eine Zeitmaschine gestohlen, ist damit in ein späteres Jahr gereist, wo Wily aufgegeben hat und Mega Man wieder ein Diener war. So halt, Diener-Robot halt. Und Wily hat diesen Mega Man dann ummodifiziert zu Quint. Ja. Und deswegen kriegen wir jetzt das Quint-Item Sakugarne. Das ist so eine Art Pogo-Stick. Gut, Wily fliegt weg, geht in seinen Schoss und wir gehen dorthin.
Und da ist halt das hier von Salvador Dali, glaube ich, ist das, ja, ja, diese schmelzenden Uhren, kennt ihr vielleicht? Wenn nicht, selber schuld! Nein, Scherz. Naja. Da-dam, dam, 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 dam. Ihr könnt mir nichts, lass mich vorbei. Da-la-da-dam, dam. Aua, das hat weh. Nein. Und ich glaube, dass ich das Spiel jetzt gleich schaffen werde. Wenn ich mich dran halt, ja. Ich meine wirklich, das Spiel ist ziemlich kurz. Und weil es auch nicht so schwer ist. Ehrlich, also. Ja, ein ziemlich kurzes Mega Man-Spiel. Ich glaube, das ist das einzige Mega Man, das ich je in drei Parts abschließen werde, wenn das sich hier hält. Bam, 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 bam. Da, 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 ihr könnt mir nichts. La 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 la. La 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 la. Ich sollte aufhören, aber es gibt hier nichts zu sagen, außer dass hier echt geile Mucke läuft. Aua. Das hat weh. Sehr sogar. Hallo. Na du, Farek. Kletter mal weiter hoch. Hallo, na du, Farek. Aua. Oh, doch nicht aua. Cool, ich habe überlebt. I'm still alive. Aua. Und Leute, damit wären wir beim Boss. Moment, fick dich. Ja, kein Scherz, wir sind beim Boss. Ich hole mir jetzt einen E-Tank und wir killen den Boss, Leute. Den Final Boss Dr. Wily. Wer hätte gedacht, dass Wily der Final Boss ist? Oh mein Gott, ich nicht. Nee, aber ehrlich. Wily ist der Final Boss. Wer hätte gedacht? So wie jeder Mega Man Spiel ever. Oh mein Gott. Und ich bin ja gerade am Ver... Yep, ich nehme noch einen E-Tank. Ich gönne mir noch einen. Hua. Yeah. Und seine zweite Form, ein meiner Panzer? Ja? Nein? Vielleicht? Keine Ahnung. Penis? In Vagina? Ja, schon? Keine Ahnung. Aber Wily ist. Also ich glaube, die erste Form war echt die schwierigste. Die ist Medium und jetzt kommt die letzte Form, ein Dinosaurier. Wow, wie kreativ, Wily. Versuchen wir doch mal mit Sakugarne Schaden anzurichten. Ich glaube nicht, dass das was wird. Tut mir leid, ich will jetzt nicht verrecken. Also, nix da mit Sakugarne. Aber das Spiel ist gleich geschafft, Leute. Bam. Bam. Bam, verreck. Aua. Bam. 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 Und er ist gleich tot. Er ist gleich tot, Leute. Er ist tot. Und jetzt flieht Wily, aber Mega Man. Der tapfere Mann, der ist. Mann. Man, Mega Man. Schießt eine Rakete in den Arsch und er verreckt. Ende der Geschichte. Und damit hätten wir es geschafft. Have Subi. Leute, das war das kürzeste Projekt, das ich jemals haben werde, glaube ich. Keine Ahnung. Chibi. Chibi, da hast du? Nee. Jetzt lassen wir uns die Credits schauen und die Wana. 3 A's. Wow. Ich lese euch jetzt einfach die Gegnernamen vor und sag meinen Gedanken. Hammer Show. Oh, geht. Da-dam, da-dam, da-dam. Katekita Monking. Ja, klar. Na, aber man merkt, dass die Namen aus Japan sind. Metal. Metal heißt das. Metal. Na, was soll's. La, 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 la. Komasaburo. Ja. Yeah. Oh, mein Renderprogramm ist fertig. Entschuldigung. Mekagoro. Mekagero. Nicht Goro, Mekagero. Kikakoro, Kikakoro. Magfly. Gizbringer. Da, 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 da. Better Tree. Better Tree, yeah. Yeah, it's the. Okay.
New Shotman, oh yeah. Der neue Shotman, Leute. Warte, das... Jumbo, wow. Okay. Naja. Harry, Harry. Harry, Harry. Lustig. Ne. Haudai! Haudai! Teddy! Ja, Teddy! Hui! Pippi! Yeah! Yeah, Pippi! It's Face Pippi! Shotman! Ah, das ist also der alte Shotman und der andere ist der neue Shotman. Mein Weltbild wurde zerstört, Flyboy. Okay, Springer. Ah, G steht für groß, Giant Springer, ah. Pierrobot. Ja, Pierrobot. Ich hier mit meinem Pierrobot, Pierrobot. Mower. Ich spule jetzt ein bisschen vor, Robert. Cook. Robin Cook, keine Ahnung. Baton. Putti Goblin. Squirm. Den Namen finde ich episch. Squirm. Als nächstes hätten wir... Oh nein, no! Entschuldigung. Was war das? Tut mir leid, Leute. Das musste raus. Und jetzt hätten wir noch die Robot Masters. Clashman. Metalman. Woodman. Airman. Hardman, mach keine Witze über ihn. Topman, Magnetman, Needleman und Quint. Und wie immer ist Wily kein Hauptcharakter. Ne. Und jetzt kommt nur noch Thank You for Playing. Presented by Capcom. Leute, dieses Projekt hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns, wenn es heißt Rockman 4. Bitches. Yeah.